Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Folge Transom World. Zwei talentierte Übernahmen, so unser Szenario heute. Willkommen in Düren. Dies ist ein RE9 von Köln bis Aachen Hauptbahnhof mit Halt an allen Bahnhöfen. Öffnen Sie die Türen, um mit dem Einstieg zu beginnen. So heißt das, das wollen wir natürlich dementsprechend tun. Machen die PCB an, hauen die SIFA rein. Dementsprechend haben wir natürlich alles jetzt mit dabei, was wir benötigen. Ja, wir hatten es uns ja natürlich im Livestream schon angeschaut und ja, musste ich abbrechen. Das ist mir richtig auf den Senkel gegangen, das Ganze. Hoffen wir natürlich, dass es jetzt heute ein bisschen besser läuft und wir jetzt nicht eine Zwangsbremse nach der anderen kassieren. Denn ja, jetzt ist ja alles da, wo es hingehört. Ne? So, Führerstandbeleuchtung kann aus. Ich hasse es, weil es halt einfach zu hell ist. Es ist zu beleuchtet. So. Und los geht's, Abfahrt. So, dann können wir schon mal uns frei machen. Haben wir ein grünes Signal. Mit 60 geht's voran. So. Damit haben wir es. Ja, los geht's. Wir werden das jetzt Ganze so machen, dass wir uns jetzt einmal die Deutschstrecke angucken, Köln-Aachen. Und im nächsten Part gucken wir uns die Bakerloo Line und dann wechselt sich das Ganze so ein bisschen ab. Damit wir mal hier mal versuchen zu schaffen, dass wir jetzt endlich mal zumindest in Transom World 2 mal die ganzen Szenarios zumindest mal durchspielen können. Und alles, was da drüber ist, zum Beispiel so Livestream-technisch, da kann man ja dann die Fahrpläne dann fahren oder sowas. Die bieten sich dafür dann dementsprechend natürlich an. Das habe ich ja so ein bisschen verschlammt leider bei Transom World 2020 oder der TSW allgemein halt. Und das muss besser werden, ne? Das muss deutlich, deutlich besser werden. Dementsprechend, ja, gucken, ob wir es hinbekommen. Das war sogar die Stelle, wo wir abgebrochen hatten. Nächster Halt, Langer Wehe. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, hier kannst du es natürlich wieder einsetzen. Unser Programm, welches Phase sich natürlich hier alles vorbereitet hat, hier hat sich da wirklich extrem viel Zeit genommen, hat sich da reingekniet, dass wir das Ganze jetzt hier auch mit den originalen Ansagen natürlich hier fahren können. Hatten das ja schon mal in dem Livestream angesprochen. Benötigt ihr eine extra Software dazu und dann könnt ihr das Ganze dann da dementsprechend halt einfügen, wenn ihr sie natürlich besitzt. Ja, die Originalansagen. War ja nun schon möglich für TSW 2020 zum Beispiel oder TSW allgemein. Könntest du auch im Lotus benutzen. Ja, wenn es jetzt das nicht gehabt hätte. Das ist zu langsam hier, verlegen ganz schön Geschwindigkeit, wir müssen eh runter.
Ich habe hier immer meine Zwangsbremse kassiert. Sollte mir jetzt nicht passieren. Oh, ist aber zu schnell runtergebremst. Ah ja. Besser als eine Zwangsbremse zu kassieren. Ist mir das wurscht. So. 80, jetzt kommt nochmal eine Ankündigung mit 80. Schweiß liefer bestätigen, damit die jetzt sich nicht gleich auch noch nervt. Zu weit. Ein wenig zu weit. Naja, was soll's. So, RE9 nach Aachen. Wundervoll. Das muss jetzt, wie gesagt, zusteigen. Ja. Oh. Das wäre viel zu früh hier. Warten wir anständig. Und dann geht's weiter mit 80. Kaffee for me. Bestätigen. Und Max Leistung, Eschweiler Hauptbahnhof, nächster Halt hier. Ja, also vom ICE3 an sich sieht der schick aus und alles was, ne, aber absolutes Highlight war es, ist es jetzt für mich auch nicht. 250 ist schon ein schönes Tempo. Was mich so am Tag liegt, ist man ja sonst von Transam World ja so nicht gewohnt. Aber der Zug halt, ne, das ist dann halt Geschmackssache wahrscheinlich wieder. Nächster Halt, Eschweiler Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Meine Damen und Herren, im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Wir bitten Sie, dies in unserem Zug zu beachten. Vielen Dank. Ich dachte, ich habe da was gesehen, aber war nichts.
hätte es hier besser gefunden, wenn es hier so eine Staffelung gibt, ja, zum Runterbremsen und nicht einfach so von 160 jetzt auf 60. Das war das Ding gewesen, wo ich dann abgebrochen habe, denn das war mir dann zu blöd. Der Zug dann sofort in Zwangsbombe wieder Tag gelegt hat. Da sind wir jetzt noch bei 1,2 Kilometer. Ja, und ich muss jetzt hier mit 60 rumgründeln. Das ist natürlich jetzt mal der Obergau. Dit. Ach ja. So, lass mal die Fahrgäste einsteigen. Muss ja hier keiner beobachten. Verriegeln. Ja, diese Woche sowieso wird ja mega interessant halt. Gamescom wäre jetzt nun, wird ja diese Woche hier nun stattfinden, wenn natürlich ja, Covid nicht wäre. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ja diese ganzen Online-Events oder sowas. Also auch hier sind wir natürlich wieder mit am Start, auch wenn das diese Eröffnungsrede von der Gamescom, ne, wo dann halt die ganzen Spiele vorgestellt werden und sowas, passt jetzt nicht hundertprozentig zum Kanal. Na, wenn wir uns das hier gemeinsam angucken, mal gucken, vielleicht ist ja da zufälligerweise doch irgendwas für Interessantes da für uns. Und dementsprechend werden wir dazu dann ja, auch so eine Reaction-Leistung dann machen zu der Eröffnung von der Gamescom. Und dann mal gucken. Nächster Halt, Stolberg Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Umsteigemöglichkeit in Richtung Stolberg Altstadt und Eschweiler Weißweiler. Genau, wie gesagt, die Gamescom. Wenn wir dann halt mit dabei sind, dann. Mal gucken.
wie gesagt, es wird auch alles nicht gespeichert. Also das ist halt wirklich bloß so ein Event zum jetzt zugucken halt. Dann wird halt, wenn es da irgendwas gibt, halt rausgefiltert halt. Aber mehr ist da nicht. Das, was Fares meinte hier, bremst überhaupt nicht. Ey, ich stand so gut da eigentlich jetzt gerade. Naja. Was sind wir hier? Aussteuer hier. Aha, Ding. Schnell noch mitnehmen hier. So. Ich weiß gar nicht, wann die beginnt. Dienstag oder Mittwoch? Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wann der Livestream kommt. Also ich kündige das dann auch alles immer sehr spontan denn an. Also falls ihr euch ebenso interessiert für die Gamescom und nicht alleine den Stream gucken wollt, dann ja, achtet bei uns hier drauf. Ich bin ja auch noch so ein Zocker, der spielt ja sowieso alles. Ja, also ob PlayStation 4, die Xbox One ist oder sowas. Vielleicht werden auch die neuen Konsolen endlich mal enthüllt, vielleicht sogar mit Preise. Das wäre großartig. Das würde ich mal richtig toll finden, damit ich eigentlich mal weiß, was ich jetzt nun eigentlich so an Geld noch brauche dieses Jahr. Also von daher, wenn euch das, wie gesagt, alles halt selber interessiert, dann würde ich mich freuen, euch denn auch in dem Livestream denn begrüßen zu dürfen. Denn Lindorf.
So. Wir haben jetzt hier 2 Minuten Standzeit. Keine Beleuchtung hier an. RE9 nach Aachen. Oh, hallo. Jetzt kann ich bitte nur in die eine Richtung sitzen. Ja, meine ich doch. Ja, jetzt können wir hier erstmal ein paar Minuten noch rumstehen. Wollen wir hier Fenster aufmachen? Nein, das geht auch nicht. Das geht nicht. Wir befinden uns nicht in der Umsee, da funktioniert das alles nicht. Ja, so ist das. Okay, warum wir hier so eine lange Standzeit haben. An den anderen Bahnhöfen hatten wir auch nicht so eine ewig lange Standzeit hier drin. Ja, hier habt ihr ja auch schon gesehen, ne? Hängt schon. Rangehangen. Könnten wir auch noch was. Habt ihr unten so eine Unterführung, dann habt ihr da unten, so, wie gesagt, so ein Plakat und auf der anderen Bahnstrecke ist auch noch. Was man. Achso, da war ja auch so ein Polygon da hinsetzen, genau. Lampentest, okay. So. Als ob wir rückwärts runterrollen, aber ist nicht. Ich glaube, die Ankündigung sind 2,5 Kilometer. Ich habe gerade geguckt, ob der Tracker R funktioniert. Sollte das nicht auch funktionieren, jetzt hier schon in Tainsome World 2? Nächster Halt, Aachen, Rote Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Du musst genau jetzt, weißt du? Also der Zug, der ist irgendwie ein bisschen. Also in der Bremse ist der echt räudig, ja. In der Bremse geht gar nicht.
So. Ho, 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 ho. 70, Ankündigung, großartig. Weiter geht's mit der PCB. Hallo? Sollte auch die Bremse lösen. Oh, komm. Also jetzt ist... Danke. Nächster Halt, Aachen Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. So, Aachen Hauptbahnhof. Hat der Fahrer gerade irgendeinen Fehler drin gehabt in den Ansagen? Also ich habe das jetzt gerade nicht gesprochen. Also ich habe das zwar eingesprochen, weil ursprünglich wollten wir das anders machen. Aber dass das nach der Originalansage immer noch abspielt. Der Phasus. Gut. Damit hätten wir das auch geschafft. Jawolla! Fahrgäste aussteigen ohne Zwangsbremse durchgekommen. So läuft das doch. Ja. Ja, so läuft das Ganze. Aber nichts. Gibt hier irgendwie was, was wir vielleicht noch nicht haben? Nö. Ah doch. Ding. So da, zu Zierde, okay. Okay, um fortzufahren. Ach, wie ich das damals nicht. Das ist aber. Danke fürs Abschließen. Ja. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, da kommt schon meine Auswertung hier. Großartig. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Transom World 2 hier auf ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.